Das Fly-Lady-Putz-System erinnert mich an ein Videogame, wo der Spieler drei Levels bewältigen muss. Auf jedem Level sammelt er Erfahrungen, wird mit der Zeit besser, schneller, raffinierter, bevor er in den nächsten Spielabschnitt übergehen kann. Und mit unserem Fly-Lady-Challenge werden wir bis Ende des Jahres alle drei Levels meistern. Momentan haben wir den ersten Level erfolgreich abgeschlossen. Wir haben die täglichen Routinen eingeführt. Da sind die Routinen, die man Tag ein und Tag aus macht. Auch am Wochenende, auch an Feiertagen. Und hoffentlich sind sie inzwischen vertraut. Jetzt kommen wir langsam an den zweiten Level heran. Es handelt sich um die wöchentlichen Aufgaben bzw. um Tagesfokus. An jedem Tag der Woche machen wir bestimmte Aufgabe und so rotieren wir Woche für Woche. Keine Sorge, sind keine zusätzlichen Aufgaben. Man gibt nur dem, was du schon sowieso machst, ein Label. Du bündelst die Aufgaben und ordnest es einem bestimmten Wochentag zu. Hier ist ein Beispiel, wie Flylady die Aufteilung vorschlägt. Montags, Weekly Homeblessing Hour, wöchentlicher Wochenputz. Dienstags, Plan and Play. Mittwochs, Anti-Procrastination Day. Donnerstags, Erledigungen außer Haus. Freitags, Handtasche und Auto. Samstags, Family Fun Day. Sonntags, Renew Your Spirit Day, Self-Care. Dieses Video widmet sich nur einer Aufgabe aus den ganzen Tagesfokus-Routinen. Wir reden über Homeblessing Hour und in meinen Augen ist es eine der wichtigsten Aufgaben, die man hat auf diesem Level. Also dieses Video hat folgende Kapitel. Was ist Homeblessing Hour? Wie wird Homeblessing Hour gemacht? Und wann machst du die Homeblessing Hour? Grob gesagt, Homeblessing Hour bzw. Haussegnungsstunde, wenn man das auf Deutsch übersetzt, bedeutet, dass du einmal in der Woche eine Stunde lang dein Haushalt oberflächlich in Ordnung bringst. Und Betonung ist hier auf oberflächliche Reinigung. Es geht hier nicht um Tiefreinigung. Das machen wir nur in den Zonen. Und das ist Level 3, da sind wir noch nicht. Es geht hier nur um diese Blessing, ja, so eine Segnung. Du bist wie eine Fee und du gehst durch das Haus und machst hier ein bisschen da, ein bisschen was, hier ein bisschen was. Und im Grunde genommen, der Eindruck von dem Haus ist schön aufgeräumt und ordentlich. Und man guckt ja nicht, was passiert unter dem Bett oder was passiert in der einer Ecke hinter der Couch. Da sind wir noch nicht. Während dieser Stunde konzentrieren wir uns auf die 6 Aufgaben, die je 10 Minuten dauern. Insgesamt soll es nicht länger als eine Stunde dauern. Dafür werden wir Timer brauchen und strikt nach dem Timer arbeiten. Sobald das Timer losgeht, übergehen wir zu der nächsten Aufgabe. Bei dieser Stunde wird nicht gründlich geputzt. Es ist sehr wichtig zum Verstehen. Es handelt sich um Aufrechterhaltung der Ordnung. Ich fange an, zuerst die Sachen zurück zu ihren Plätzen zu bringen. Eigentlich ist es ein Teil meiner täglichen Routine, meiner Abendroutine. Die verlege ich vor und stelle meinen Timer auf 5 Minuten und mache 5 Minuten Hotspot-Cleaning. Meistens sind es Kinderteile vom Frühstück und Kinderspielsachen. Dafür nehme ich diesen Plastikbehälter und sammle Spielsachen und alles rein, was eigentlich in den OG gehört. Dann stelle ich sicher, dass meine Putzutensilien parat sind. Alles, was ich während meiner Homeblessing Hour brauchen werde, habe ich in diesem Körbchen gesammelt. Ein Staubwedel, Seife zum Auffüllen, Bodenreiniger und ein paar Putzlappen, die ich während der Homeblessing-Stunde nutze. Ich fange an mit dem Wechsel der Bettwäsche. Das ist mein Lieblingspart, denn am Ende dieses Tages kann ich die frisch bezogenen Bettwäsche genießen. Nach dem Flylady-System wird empfohlen, die Bettwäsche wöchentlich zu wechseln. Im Prinzip jeden Montag, wenn wir die Homeblessing-Stunde machen. Ich finde das allerdings etwas umweltunfreundlich und etwas übertrieben und ich habe für mich das folgende System entwickelt. Eine Woche wechsle ich die Bettwäsche bei uns im Schlafzimmer und in der nächsten Woche sind die Kinder Bettwäsche dran, so dass jeder von uns 2 Wochen lang in der gleichen Bettwäsche schläft. Schreibe mir gerne in den Kommentaren, wie oft wechselst du deine Bettwäsche und wie viele Tage findest du es in Ordnung, in der gleichen Bettwäsche zu schlafen.
Und hier kann man zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. A, muss ich morgens bei der Morgenroutine das Bett gar nicht machen. Und ich habe bereits eine Wäscheladung für diesen Tag. Also am Montag wasche ich immer Bettwäsche. Ich gehe gleich runter in den Keller und ich starte meine Wäscheladung. Wenn ich den Trockner nutze oder im Sommer auf jeden Fall, kann ich die gleiche Bettwäsche abends dann wieder beziehen. Somit muss ich die Wäsche nicht mal falten an dem Tag und spare mir noch ein paar Minuten. Die täglichen Routinen übergehen in den Tagesfokus und man kann es natürlich kombinieren. An dem Tag habe ich mich entschieden, die Bettwäsche für Schlafkissen zu ersetzen. Ich liebe es total, auf den Seidenbettwäsche zu schlafen. Diese Bettwäsche ist von der Marke Lily Silk und dieses Video ist auch gesponsert von Lily Silk und ich würde dir gerne Lily Silk gleich vorstellen. Lily Silk bietet seinen Kunden wunderschöne Kleidung, Bettwäsche und Accessoires aus Maulbeerseide und aus Kaschmir an. Kissenbezüge und Pyjamas sind tolle Geschenkideen, insbesondere im November und Dezember. Ich würde dir gerne dieses süße Seidenset vorstellen. Es beinhaltet ein Seidenkissen. Die Maulbeerseide hat viele Schönheitsvorteile, sowohl für die Haut als auch für die Haare. Es ist feuchtigkeitsabsorbierend und atmungsaktiv. Seide ist hypoallergen und der Stoff ist ein rein natürliches Material, gewonnen aus dem Kokon der Seidenraupe. Die Seide ist super sanft zum Körper und fühlt sich natürlich total weich und geschmeidig an. Sobald ich diese Kissenbezüge gewaschen und getrocknet habe, beziehe ich die gerne, weil ich wahnsinnig gerne auf diesen Kissenbezügen schlafe. Neben diesem wunderbaren Seidenkissen gibt es in dem Set noch Seidenmaske und diese Seidencrunchies. Besonders toll finde ich, dass Lily Silk einfach nachhaltig produziert und alle Stoffreste, die sie hat, verarbeiten sie und versuchen mit Zero Waste zu produzieren. Somit werden diese Crunchies hergestellt aus Stoffresten und die sind wunderbar schonend für die Haare. Dieses Set werde ich in der Infobox verlinken. Und wir stehen inzwischen kurz vor Feiertagen und ich finde, es ist ein wunderbares Geschenk, falls du Geschenke suchst, also für eine Frau auf jeden Fall. Was mir bei Lily Silk besonders gefällt, ist, dass sie nur 100% natürliche Premium-Materialien benutzen und alle Produkte werden mit Ökotext-Zertifizierung sauber und schadstofffrei verarbeitet. Ich trage wahnsinnig gerne Seide, es klebt gar nicht an den Körper. Wenn du eine Bluse aus Polyester mal anhattest, dann kennst du das bestimmt, wenn es so anfängt sich aufzuladen und zu kleben. Ich mag das überhaupt nicht, das Gefühl ist unangenehm. Natürlich in der Seidenbluse hat man ein total anderes Gefühl. Auch die Seidenhose ist wunderbar, die haben so einen tollen Glanz und das ist eine tolle Hose für die Feiertage. Die kann man super mit der Bluse kombinieren. Also dieses Kaschmir-Pulli wird aus 100% Baby-Kaschmir-Haar gemacht, warm, weich und hautfreundlich. Und es ist extrem leicht und atmungsaktiv. Man kann es sowohl im Herbst als auch im Winter tragen. Also die Materialien sind extrem hochwertig. Man hat einfach eine Freude, die Sachen zu tragen. Und natürlich im November, wenn wir jetzt Black Friday haben, sind wahnsinnige Angebote. Auf Webseite von Lily Silk findest du bis zu 50% Rabatt. Zusätzlich bekommst du mit meinem Code NADIA12 12% Rabatt auf den gesamten Bestellwert, egal wie viele Artikel du in deinem Warenkorb hast. Wenn dein Bestellwert sogar 199 Euro übersteigt, dann kriegst du noch zusätzlich 15% Rabatt. Nutze meine Codes unbedingt, falls du dich entscheidest, bei Lily Silk was zu bestellen. Die ganzen Infos werde ich in der Infobox verlinken. Du kannst selber nachschauen und sich ein Bild von dieser Modemarke machen. Nachdem ich mit dem Bett fertig bin, übergehe ich zu der nächsten Aufgabe, Mülleimer. Der Küchenmüll wechseln wir natürlich nach dem Bedarf, aber einmal in der Woche in diesen 10 Minuten reinige ich auch etwas die Mülleimer, weil es sammelt sich immer wieder richtig viel Dreck. Auch vor allem hole ich die Mülleimer einfach raus. Man sieht ja, wie viel Krümel und Dreck und alles Mögliche unten sich angesammelt hat. Ich staubsauge das ganz schnell und wische das mit dem Tuch, so dass es einfach eine angenehme Grundordnung herrscht. Auch diese Deckel von den Mülleimern sind oft dreckig und fleckig. Und während der Homeblessing-Stunde kann ich mich damit beschäftigen. Und das ist etwas, was ich
in diesen 10 Minuten mache und das reicht der Teil aus. Solche kleine Mülleimer, die zum Beispiel im Bad sind oder in Kinderzimmern, das ist wirklich so, dass wir da einmal in der Woche dran sind. Und ich finde, die Aufgabe ist, erinnert uns einfach regelmäßig, auch diese Mülleimer zu leeren. Die nächste Aufgabe sind Spiegel und Türen. Das ist auch eine sehr einfache Aufgabe. Im Prinzip kann das auch ein Kleinkind machen. Teilweise nutze ich eine Sprühflasche. Die Sprühflasche ist einfach mit dem Wasser gefüllt. Letztens, damit ich etwas schneller vorankomme, nutze ich auch diese zwei Putztücher. Die habe ich in so einem Duo-Paket angeschafft. Die sind tatsächlich dafür da, um auf diese Art und Weise die Spiegel zu reinigen. Das eine Tuch mache ich komplett nass und gehe mit dem nassen Tuch durch. Ich reinige nur die Flecken. Meistens sind es natürlich Fingerabdrücke von den Kindern. Wenn du Haustiere hast, bestimmt kennst du auch Nasenabdrücke von den Hunden an der Scheibe. Hier geht man nur die Flecken durch. Man reinigt nicht das gesamte Fenster, man reinigt nicht den gesamten Spiegel, nur dort, wo die Flecken sind. Und dafür reicht es aus, solche Putzlappen zu haben. Mit einem Putzlappen, was feucht ist, gehe ich das Fleck nochmal an. Und danach reibe ich das trocken und man sieht, das Ergebnis ist eigentlich super. Mit dem Spiegel bin ich aber schneller fertig. Ja? Ich habe noch 3 Minuten Zeit übrig. Und ich muss zugeben, die Zimmer von meinen Kindern sehen echt übel aus. Die brauchen wirklich nicht nur 5 Minuten Hotspot-Cleaning, sondern vielleicht eher 10 Minuten. Die 3 Minuten, die ich übrig habe, nutze ich, um die Zimmer etwas auf den Vordermann zu bringen, damit ich da überhaupt diese Home Blessing Hour durchführen kann und grob Staubwischen kann und saugen kann. Dafür muss ich natürlich den Boden von diesen ganzen Sachen befreien und Schreibtisch und so weiter. Normalerweise mache ich das nicht. Normalerweise würde ich eigentlich warten, bis sie nach Hause kommen und mit denen gemeinsam das abzuschließen. Aber für das Video habe ich das jetzt gemacht und ich habe jetzt meine ganze Reinigung um 10 Minuten verlängert und etwas Ordnung in den Kinderzimmern gemacht. Man sieht ja, mein Sohn mag inzwischen seine ganzen Malereien an den Wänden dran zu machen. Das sieht ja aus in seinem Zimmer. Wir überlegen jetzt demnächst auch sein Zimmer neu zu gestalten und da muss ich mir irgendwas überlegen, wo er die Sachen dran pinnen kann. Nächste Aufgabe ist Staubwischen und hier nutze ich auch diesen Staubwedel. Mit dem Staubwedel kann man richtig schnell den ganzen Staub innerhalb von 10 Minuten aufsammeln und natürlich hängt es noch davon ab, wie groß deine Wohnung ist, wie groß dein Haus ist. Und auch hängt es davon ab, wie viele offene Regale du hast. Der Staubwedel sammelt auch super schnell Staub auf und man muss die Gegenstände nicht bewegen. Und in unserem Schlafzimmer, wo wir kaum Oberflächen haben, wir haben nur Beistelltische und ein paar Bilder, da geht es richtig schnell voran. Ich nutze Staubwedel. Aber ich nutze auch dieses Mikrofasertuch, weil manchmal sind es irgendwelche Flecken auf den Oberflächen und so kann ich das schnell mit einem feuchten Tuch durchgehen. Ich mache das natürlich immer am Anfang feucht und ja, insbesondere auch in Kinderzimmern auf dem Schreibtisch gibt es immer wieder Flecken von Stiften, von Farben und so nutze ich beide Sachen, je nachdem wo ich bin, Staubsaugen. Und auch hier hast du nur 10 Minuten Zeit. Wie funktioniert das bei uns? Natürlich würde mir 10 Minuten nicht ausreichen, hätte ich wirklich nur einmal in der Woche Staubsauger in die Hand genommen. Allerdings habe ich 2 Helfer. Ich habe Saugroboter im Erdgeschoss und im Obergeschoss und die 2 Saugroboter laufen täglich. Im Prinzip habe ich täglich eine Grundreinigung. Früher, als ich über 10 Stunden am Tag gearbeitet habe und meistens nicht zu Hause war und mein Partner auch nicht, hat es wirklich ausgereicht, nur einmal in der Woche zu saugen. Seitdem wir die Kinder bekommen haben, ist es natürlich nicht realistisch. Ich weiß nicht, wenn du Mama bist, das kennst du bestimmt. Mit Kindern kann man täglich saugen und das wird einfach immer irgendwas auf dem Boden liegen. Wenn du keinen Saugroboter hast, ist es ein Teil der täglichen Abendroutine, den Boden sauber zu machen. Mit den Saugrobotern brauche ich das nicht mehr. Die saugen und wischen und das machen sie tatsächlich täglich.
Das heißt, ich habe Timer und ich stelle das auf 10 Minuten. Was mache ich in diesen 10 Minuten? Ich mache die Treppe, weil natürlich die Roboter gehen nicht auf die Treppe und da liegt dann tatsächlich viel Staub. Ich gehe auch ein bisschen in die Ecken, wo die Roboter vielleicht nicht drankommen. Ich sauge auch unter dem Bett. Im Originalsystem geht man mit dem Staubsauger nur dort durch, wo es hochfrequentiert ist, wo man viel läuft. Ein Flur, die Küche, Spüle bei dem Kühlschrank, die Bäder und der Rest lässt man einfach. Und die letzte Aufgabe ist Nasswischen. Hier gehst du genauso wie beim Saugen nur die Bereiche durch, die hochfrequentiert sind, wo viele Leute durchmarschieren, wo es viel Dreck ansammelt. Meistens ist es wiederum Flur, da sind die Bäder, vielleicht dort wo, bei der Toilette natürlich komplett, auch bei dem Waschbecken, wo man vielleicht auch Haarprodukte nutzt und etwas sprüht oder bei dem Kühlschrank in der Küche. Diese Bereiche, die oft Flecken haben oder es nötig haben, gewischt zu werden. Alle anderen Bereiche lässt du weg und wartest, bis du in diesem Bereich in der Zone bist. Ich mache das etwas anders. Ich versuche tatsächlich fast alles zu erwischen. Zum einen habe ich auch wiederum Wischroboter, die das meiste abnehmen. Deswegen gehe ich tatsächlich doch unter die Betten durch. Das sind die 6 Aufgaben, was ich noch dran gehängt habe, obwohl es in dem System nicht besprochen wird. Aber das mache ich auch innerhalb von dieser Homeblessing-Stunde. Ich gieße die Pflanzen und das ist auch eine Aufgabe, die auch ein Kind übernehmen kann. Sonst vergessen wir das. Und ich glaube, einmal in der Woche reicht es für unsere Pflanzen aus. Wir sind da nicht so mit dem grünen Daumen und ich muss es mir wirklich festmachen. An diesem Tag, am Montag, mache ich das. Wie wird Homeblessing Hour gemacht? Die paar Sachen haben wir bereits gesprochen. Immer mit dem Timer arbeiten. Du stellst Timer für 10 Minuten und hältst dich dran. Der Fokus liegt nicht daran, alles zu schaffen. Du musst natürlich schnell sein. Versuch wirklich irgendwie so viel wie möglich zu schaffen und betrachte diese Stunde auch wie sportliche Aktivität. Also machst du noch eine Fliege mit einer Klappe. Das heißt, deine Sportaktivität für heute ist auch erledigt, weil du ziemlich schnell bist. Aber die Aufgabe ist nicht, alles zu schaffen. Und mach dir da keine Ansprüche oder enttäusch dich nicht, wenn du irgendwas nicht geschafft hast. Sobald Timer losgeht, fertig, du übergehst zu der nächsten Aufgabe. Der Fokus liegt daran, dass wir einfach Woche für Woche diese eine Stunde unserem Haus widmen. Wenn du nicht eine Stunde, sondern 2-3 Stunden dran bist, wirst du nächste Woche bestimmt keine Lust mehr haben, diese Homeblessing zu machen. Und das wollen wir vermeiden. Das Problem ist, dass man oft sich vielleicht überarbeitet, zu viel macht und dann macht man das einfach nicht regelmäßig. Und der Fokus bei Flydigy-System ist Regelmäßigkeit, nicht Perfektion, sondern die Regelmäßigkeit. Das ist A und O. Wenn man täglich und wöchentlich die gleichen Sachen macht, A, wirst du viel schneller, du wirst effektiver, du wirst es viel besser schaffen mit der Zeit und das erfolgt irgendwie wie von alleine. Und das ist eigentlich das Hauptziel. Also versuch dieses Ziel oder irgendwie Perfektionismus, weil du das hast. Ich kenne das sehr gut. Ich muss noch hier dran, da gibt es noch Staub. Lass es. Nächste Woche kommst du. Fängst du wieder an. Und du kannst dann in dieser Ecke anfangen, wo du vielleicht nicht so ganz fertig geworden bist. Also wie? Timer, sich an die Zeit halten. Drittens, was ich noch in diesem Kapitel sagen möchte. Es geht nicht darum, dass du alleine das Ganze hier wummst. Ja? Wenn du in einem Haushalt lebst, wo du einen Partner hast, wo du vielleicht noch Kinder hast, kannst du alle Beteiligten in diese Aufgabe involvieren. Ich habe bereits erwähnt, da sind 3 Aufgaben, die kinderleichte Aufgaben sind. Staubwischen, Fenster polieren zum Beispiel, mein Sohn und meine Tochter. Ja? Wir haben montessorisch die Kinder zu Hause erzogen oder ziehen das Montessori und die hatten mit 18 Monaten hatten sie eine Sprühflasche, sie hatten einen Lappen und die hatten Spaß dran, die Spiegel zu polieren. Mit meiner Aufsicht. Je größer sie werden, umso besser werden sie, umso effektiver und die können tatsächlich die ganzen Fenster und die meisten Flecken,
die wir wegwischen, sind tatsächlich auf der Ebene von den Kindern. Glaub mir, da sind die meisten Fingerabdrücke dran, das kennst du bestimmt. Und vielleicht von deinem Partner ein bisschen oben. Ja, das machst du dann, wenn die Kinder nicht drankommen. Aber die meisten Flecken sind unten und die können das wirklich übernehmen. Die können auch Staub wischen. Das ist auch etwas, was sie gerne machen. Unsere laufen wirklich, bei uns wird Staub öfters nur einmal in der Woche gewischt, weil sie gerne mit diesem Staubwedel den Staub abwischen. Mülleimer, Müll einsammeln und rausbringen. Ich glaube, so kleine Badmülleimer sind handelbar bei den Kindern. Du kannst natürlich auch mit deinem Partner sich zusammensetzen und überlegen, was machst du, was macht ihr? Also die Art und Weise, wie ihr das aufteilt, ist unterschiedlich. Das liegt an dir, an deiner Familie, an deiner Lebenssituation, wie viel du arbeitest. Wenn du Vollzeit arbeitest, umso mehr empfehle ich, oder das muss dringend gemacht werden, dass man das aufteilt. Ja, das muss nicht nur bei dir hängen. Und es ist wichtig, dass man delegiert, sodass jeder Familienmitglied ein Gefühl hat, ich wohne auch hier und ich möchte hier auch in einem schönen, sauberen Zuhause wohnen und ich trage bei. Fly Lady schlägt vor, man macht Home Blessing Hour am Montag. Das ist so ein Reset nach dem Wochenende. Natürlich ist es nicht in jeder Familie möglich, am Montag eine Stunde dem Haushalt zu widmen, abgesehen von anderen Routinen und Aufgaben, die man sowieso noch hat. Deswegen ist es dir selbst überlassen, wann genau du das machst. Ich habe früher zum Beispiel das an einem Samstag gemacht. Meine Kinder gehen zur Tanzschule und mein Partner geht einkaufen. Und in dieser Zeit, das war genau eine Stunde, wo ich Hausputz gemacht habe. Es kann auch sein, dass du einfach so viel Arbeit hast, dass es nicht möglich ist, eine Stunde dieser Aufgabe zu widmen. Dann könntest du überlegen, ob du diese ganzen Tätigkeiten, das sind sechs Stück, ja, sechs Tätigkeiten je 10 Minuten, das kann man natürlich aufteilen auf die Woche. Ja, jeden Tag kannst du 10 Minuten pro Tätigkeit sich quasi zur Seite legen und jeden Tag kannst du 10 Minuten einer bestimmten Tätigkeit widmen. So brauchst du nicht eine Stunde am Stück, sondern nur 10 Minuten täglich, ja, von Montag bis Samstag. Und dann bist du auch mit einem Wochenputz durch. Ja. Das ist die Möglichkeiten, was Fly Lady auch vorschlägt. Ich finde das tatsächlich am Montag echt erfrischend, weil als ich am Samstag diesen Wochenputz gemacht habe, nach dem Wochenende, wenn die Kinder da sind und wir haben manchmal Besuch, am Montag hat man nichts mehr davon gemerkt, dass man irgendwas gemacht hat am Samstag. Das war, konnte man wieder von vorne anfangen. Deswegen montags, wo ich eigentlich zu Hause bin, das ist der Tag, wo ich tatsächlich jetzt Wochenputz mache. Und das ist wirklich so ein Refresh, ja, so ein Restart, Reset. Aber wie gesagt, ich verstehe es, wenn das nicht möglich ist, man kann sich anders arrangieren und das ist auch okay so. Hauptsache, man macht irgendwas. Es geht nicht um Perfektion, es geht um Regelmäßigkeit und ich hoffe, du findest dieses Video inspirierend. Ich hoffe, du greifst gleich zu deinem Staubsauger und fängst gleich an. Wir sehen uns in dem nächsten Video, wo ich über die anderen Aufgaben, andere Tagesfokus-Routinen rede. Was machen wir am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag? Bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Schreib mir gerne in den Kommentaren deine Gedanken, was du darüber denkst. Ich freue mich sehr, dich in dem nächsten Video zu sehen. Bis dahin alles Gute. Tschüss.